das Ganze alles, entwickelt, erforscht. Alles, hier, was du hier siehst, ja, genau, ist original, Bruder. Das ist alles deutsch. Und das original. Ist so leer jetzt? Ja, also Museum, ne? Guten Morgen! Wir fahren mal hier neben, ich sag dir das. Servus! Hey, guten Morgen! Morgen! Na, ja, morgen! Fenster bitte runter. Wir wollen erstmal jetzt Hubschrauber fliegen. Aha. Genau, und dann mit dem Boot und dann machen wir den Rest. Guten Morgen! Wie geht's euch? Hast du schon Hunger? Ich bin schon gefrühstückt. Ja, aber er isst doch bestimmt schon wieder, oder? Ja, isst schon. Ja, ne? Der isst schon. Der muss auch noch wachsen, Fabi. Lass dir keinen erzählen. Ess ruhig, wenn du Hunger hast. So, Flughafen? Wir fährst uns hinterher. Fahren wir erstmal Flughafen, gucken, dass wir einen Hubschrauber kriegen. Ich hatte den vier von. Leute, ich sehe heute aus wie so ein Iltis, eigentlich wie gestern. Der Gerold ist gerade gekommen, die sagen gerade noch ein bisschen Hallo. Und wenn die sich ein bisschen akklimatisiert haben, werde ich denen nämlich auch Hallo sagen. Und das mache ich jetzt mal. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir sind die ganze Nacht durchgefahren. Fabi, wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, Zunge. Und morgens um 9 angekommen und direkt 20 Kilometer wandern gegangen. Grüß dich. Herrlich, herrlich. Sag Hallo. Hallo, guten Morgen. Komm her, Bruder. So, meine Freunde, also herzlich willkommen zurück und vielleicht auch für diejenigen, die mein Usedom-Video 1 gesehen haben, wo ich mit Markus und meiner Mutter war. Vielleicht kennt ihr die Anlage im Hintergrund noch. Viel hat sich nicht verändert, wunderschön. Und ich hoffe, dass wir heute mindestens mal die Möglichkeit bekommen, mit einem Boot zu fahren. Also wir checken das jetzt mal aus. Scheint auf jeden Fall auf zu sein. Wir nehmen das Boot, nehmen wir dahin, das U-Boot, damit fahren wir jetzt. Das U-Boot. Und vielleicht können wir heute auch noch die Möglichkeit finden, in das Boot zu gehen. Das wäre natürlich ultimativ. Und das U-Boot? Aha, das wäre mega. Wir gehen ins U-Boot? Ja, wir gehen ins U-Boot. So Leute, also tatsächlich mal wieder schwierig mit unseren Spezialvorhaben. Helikopterflüge sind definitiv bis Dezember nicht möglich, weil die Raumfahrzeuge und Hubschrauberdrohnen getestet werden. Dann haben wir gerade erfahren, dass wir Windstärke 4 haben. Hier im Hafeninneren merken wir gar nicht so viel davon. Ich muss zwar gerade meine Hand gegen das Mikrofon halten, dass ihr nicht so viel Windgeräusche habt. Aber draußen soll wohl Windstärke 4 herrschen und gestern war Windstärke 7. Bedeutet, die Wellen sind wohl noch relativ stark. Das Boot mit 15 PS würde wohl dagegen ankommen, aber wir würden extrem nass werden, was für mich ehrlich gesagt kein Problem ist. Aber das Team hat gerade entschieden, dass wir das wohl nicht machen. Ich versuche natürlich gleich noch mal ein bisschen dagegen zu reden, aber grundsätzlich wird es wahrscheinlich darauf rauslaufen, dass wir dann hier im Bereich unterwegs sein werden. Und schaut mal hier, das Schiff, die Hans Beimler, die kennt ihr noch. Wenn ihr wissen wollt, wie es da drin aussieht, schaut gerne mal mein Video darüber. Und wir gehen jetzt erstmal da drin Kaffee trinken, auch das kennt ihr. Und da ist die ganze Bagage. Hier gibt es warmen Sand dort. Ja, ich wollte nur sagen, dass bei uns die ganze Zeit in dem Ding. Hättest du auch gerne, ne? So, meine Freunde, also wir haben uns jetzt tatsächlich dagegen entschlossen, mit dem Boot rauszufahren. Ist wahrscheinlich vom Sicherheitsaspekt die richtige Entscheidung. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, das Restaurant im Winter zu benutzen oder im Sommer. Jetzt ist natürlich kein Sommer mehr, es ist ein bisschen kalt, aber wir hatten Glück, die Sonne war da. Auf jeden Fall richtig guter Kaffee und vor allem richtig guter Kuchen. Kaffee und Kuchen. Genau, und wir gehen jetzt nach Peenemünde zu den ehemaligen Startsilos und schauen mal an, was wir da noch alles sehen können, weil das habe ich im letzten Video nicht gezeigt und ich werde auf jeden Fall noch mal wiederkommen, weil ich unbedingt mit euch Helikopter fliegen möchte und ich möchte unbedingt mit so einem Schiff fahren. Ja, nächstes Jahr. Die Delle. Was hast du da gefunden? Was hast du da? Das finde ich jetzt im Spargebiet. Ja, wir werden aber richtig was finden, Leute. So, meine lieben Freunde, also meine Haare sind heute so geil. Ich werde es, glaube ich, im gesamten Video irgendwie nicht hinkriegen, weil ich mich dauernd an- und ausziehe. Und mir ist es wichtiger, euch
einen Spot zu zeigen, als mich irgendwie im besten Lichte darzustellen. Also wir gucken uns jetzt das U-Boot an. Wir haben gerade noch mal entschieden, uns das ehemalige U-Boot anzuschauen. Eines der größten konventionellen U-Boote, das es jemals gab. Und sobald wir da sind, melde ich mich nochmal wieder. So Leute, da ist es. Ein riesen Trümmer. U461. Viele Leute, die hier leben, sagen, das ist ein Trauerspiel, wie man damit umgeht. Dass man das nicht pflegt, etc. Ich bin mal gespannt. Ich war mal vor 15 Jahren, 20 Jahren hier drin. Wie sich's verändert hat, ob sich's verändert hat, gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Und? Aufgeregt? Ja. Ja? Hast du was zu essen dabei? Ich hab nur. Du hast was zu trinken dabei. Keine Werbung an dieser Stelle. So, wie viele Spenden kamen rein? Noch gar nichts. Noch gar nichts, ne? Das ist traurig. Richtig traurig, ne? Aber wir werden immer weniger. Ja, wollte ich gerade sagen. Leute, also wenn ihr doch noch spenden wollt und Mitleid mit diesem jungen Papi habt, dann entweder weibliche Zuschriften direkt an mich. Ich sortiere die dann für dich aus. Oder Essen spenden oder Geld spenden hier für den jungen Herrn, damit der Kollege auch weiter wachsen kann, ne? Ja. Bisschen Spaß muss sein. Aber das hast du doch mit einem Video wieder raus bei mir. Ich bin geizig. Ja. 7 Euro. Das sind, wir rechnen das oben in Bier, also das sind 2 Bier oder ein Schnaps. Oder ein halbes Bier auf dem Oktoberfest. Ja gut, da kriegst du aber auch für 9 Euro einen halben Apfel. Ja. So Leute, auch hier wieder. Uns bringt es auf jeden Fall weiter, dass wir einen Presseausweis haben. Ja. Und Journalisten sind. Jetzt nicht drauf. Ich schreib mal. Kein Problem. So, und aktuell haben wir hier das Phänomen, dass hier alles voller Quallen ist. Fabi, komm mal her. Geh mal da rein. Hallo. So, mein Liebster, möchtest du noch ganz kurz die Anmoderation machen? Ja, wir gehen jetzt in das U-Boot. Aha. Das ist erstaunliche Ähnlichkeit zum Typ 21 hat von der deutschen Kriegsmarine. Mhm. Der fortschrittlichste U-Boot-Typ im Zweiten Weltkrieg. Und das gucken wir uns jetzt mal von innen an. Mhm. Und dann nehmen wir mal direkt den Vergleich zum Typ 21 und zum Typ 21 neuester Bauart, der nämlich eben V2-Raketen auf seinem Heck transportieren konnte, beziehungsweise im Heck. Alles klar. So, dann gucken wir mal. Also wir sind jetzt hier ganz offiziell tatsächlich mit Drehgenehmigung da drauf für die Meldefüchse unter euch, ja, also wir dürfen. So, möchtest du gerne mal in dieses Boot rein? Ja. Nee, du musst den Scancode halten. Erst, schick doch die anderen erst. So. Das geht 4-mal. Da kann man nur durchklettern. Mit 4 Personen. Lässt du mich durch, Fabi? Weil ich habe die Hände frei, weißt du? Muss scannen. So, scan mich. Ja. So, meine Lieben, also wir haben uns gerade offiziell akkreditiert mit unserem Journalistenausweis und haben eine offizielle Drehgenehmigung, weil die Drehgenehmigung bekommt man normalerweise nicht. Man darf nämlich hier nur privat filmen und die Sachen nicht veröffentlichen, aber wir sind jetzt alle Mann hier drin und fangen jetzt an zu filmen, oder? Jawohl, ich würde sagen, wir gehen mal unter Deck. Fabi, würdest du meinen Koffer nehmen? Ja. Vielen Dank, mein Freund, mein Assistent. Fabi, ich fühle mich dreckig, ich möchte gewaschen werden. Möchtest du das kurz machen? Ja. Unter den Achseln? So, dann geht mal rein, ihr süßen Leute. So, und hier sieht man schon mal die. Also, interessant auf jeden Fall. Mecki hat gerade die Analogie zu dem deutschen U-Boot gefunden. Und bei dem deutschen U-Boot gab es auch, ich weiß nicht, ob es erstmalig war, aber auf jeden Fall diese einklappbaren Höhenruder. Und schaut mal. Ist auf jeden Fall richtig spannend. Und wir gehen jetzt hier in das U-Boot rein. Und ich kann euch schon mal sagen, direkt am Anfang steht, das ist kein Zuckerschlecken, diese Begehung, sondern körperlich
Erkrankte werden auf jeden Fall hier Schwierigkeiten haben, die Exkursion durchzuführen. Hier waren damals die Waffentechnik hinterlegt, riesengroß. Und ja, wir versuchen da jetzt mal gesunden Fußes runterzugehen, weil das ist hier definitiv richtig steil. Aber wirklich richtig steil. So, ich drehe euch mal, damit ihr mal eine Übersicht habt. Also da waren die Torpedos, korrekt? Klassische, konventionell oder? Konventionelle Torpedos, ja, ne? Ganz normale Torpedorollen. 6, 533 mm. Was hast du so gesagt? Sing nochmal. Eltern haften für ihre Kinder hier übrigens, nicht umgekehrt. Ja, gleich mal dahin. Das weißt du. Also hier oben ist die vordere Sektion und das war der Notausstieg. Schaut mal, alles russische, sowjetische Technik. Und hier kann man sich direkt schon die Birne stoßen. Ja, und einfach. Ja, wollen wir die Leute mal eben durchlassen, weil wir sind schon ja, so ein bisschen. Oh, entschuldigt. So, Eltern haften für ihre Kinder. Und schaut mal hier, das sieht wunderbar aus. Mädels, dieser junge 16-jährige Adrette her ist noch zu haben. U-Boot-Fahrer wird er nicht. Das mal an. Also Platz war auf jeden Fall mehr als genug. Mal gucken, ob das noch leuchtet nach so vielen Jahren. Ja, da seht ihr, das leuchtet noch. Und da gehen wir jetzt durch. Und normalerweise hält man sich hier oben fest. Aber da ich jetzt beide Hände nicht frei habe, kannst du hier es dadurch zwingen. Aha, geschafft. Und? Was sagst du? Cool. Super, oder? Nice. Nice. Aha. Oh ja, da sind gerade ganz viele. Und schau mal hier. Mega. Sektion 2, Manometer zur Druckkontrolle in der Abteilung und in den angrenzenden Abteilungen. Und hier hat man einen Soundgenerator eingebaut. Schaut mal, also mehr als genug Platz hier, definitiv. Überlegt mal Leute, ihr seid in so einem Stahlgiganten eingesperrt. So, Mickey macht hier wieder was für die Kamera. Hui! Habt ihr das gesehen? Wie graziös. So, hier ist der Waschraum. Da kann man sogar noch nach unten gehen. Da, da sieht man schon die Platzverhältnisse. Da ist nicht mehr viel Platz, um sich die Hände zu waschen oder die Haare mal. Feuerwehrschlauch, falls es mal brennt. Weil das ist natürlich die höchste Gefahr, wenn das mal brennt. Oh, oh. So, hier waren die Waffen drin. Gewehre. Man sieht, das ist so richtig gepatzert hier. Wann hat man denn mal die Möglichkeit, in einen russischen U-Boot reinzugehen? Mal gucken, ob wir auch oben in den Turm reinkommen, aber ich meine mich zu erinnern, dass das nicht möglich war. Nein, so, Kommandantenkammer. Das war mehr Platz war nicht, Leute. Luke zur zweite Decksebene, leider verschlossen für uns. Die Telekommunikation. Also auf jeden Fall Platz hier in der Bude. Zwei Mann Friedrichs Unterkunft. Und hier haben wir
Generator oder so. Keine Ahnung, was es ist. Kann man das Pilotoffiziers-Stellvertreter-Kommando? Der hat mal gar keinen Platz gehabt. Und ja, ich muss alles anfassen. Elektroverteilerkasten. Oh, der erste Kind hat Angst. Oh, ich kriege meine Beine gar nicht durch. Meine ja? Hier geht's auf dem Tor. Ah, das ist aber nicht hoch, leider. Schade, schade, die Schokolade. Das ist das Interessante. Das hallo. Burgis. Das wurde halt ausgefahren. Ne? Wahrscheinlich Kommunikation. Für die Radaranlage, da steht es. Da das ist der Kartenraum wahrscheinlich, der Navigationsshop. Und hier geht's nach oben. Oh, Leute. Schaut mal. Mega, oder? Da bist du eigentlich hoch. Wollen wir einen Augenblick warten? Ach, guck mal, hier ist eine Kamera. Also, da werden wir relativ schnell aufgeklärt, wenn man da hochgeht. Das ist das Periskop, oder? Nee, das ist der Radarmast aus Barbara. Ah. Hydroakustik. Ah ja, Hydroakustik. Also hier wird gehorcht. Ende an Räder. Hallo. Hallo. Gerade ein bisschen voll. Die Kinder wollen wir natürlich nicht drauf haben. So, weitere Technik, Kontrollgerät für die Hauptmaschine. Wahrscheinlich Umdrehung und Drehrichtung. Das war der Safe. Und ich kann hier locker aufrecht stehen, das ist gar kein Problem. Schaut euch das mal an. Mega. Hydroakustik schafft. Schaut mal hier, da muss man auf jeden Fall lange für üben. Anzeige für die Unterschall, Wassergeschwindigkeit. Messingrohr, abgestellt und verkauft wahrscheinlich. Ah, das ist das Periskop, Leute. Hier hat man durchgeschaut. Das ist das Periskop. Unten ist das Subwoofer. Ausfahrbarer Mast für Funkantenne, Topsel. Also tatsächlich, für meine Mutter wäre das schon schwierig geworden damals. Offizierskammer für den leitenden Offizier. Und hier für die Mädels unter uns, die Duschzelle. Noch hier mal eben den Kopf stoßen, absolut machbar. Telefon. Und hier ist noch eine Luke. Hier konnte man schweren Akkus
rein und rausheben. Zuschaltung einzelner Akkumulatorengruppen. Also Akkumulatoren sind natürlich Akkus, wieder aufladbare Batterien, Heizung. Hier muss man tatsächlich wirklich aufpassen, dass man sich die Birne nicht stößt. Boah. Schau mal, wie groß das ist. So, ein bisschen aufladen und... Also ihr glaubt gar nicht, wie schwer das Gimbal sich gerade tut, weil es nicht weiß, wo es hinarbeiten soll. Geh schon mal durch, wenn du möchtest. Ich denke, das ist die Maschine hier, die Hauptmaschine. Jo, nee, ist die Hilfsmaschine. 1720 PS. Und hier haben wir... Das ist die Hauptmaschine mit 4000 PS. Abgasrohr. Schon brutal, oder? Also wir sind jetzt bestimmt schon im hinteren Drittel. Ohne Ende. Also ich glaube, das dauert lange, bis man das einmal verstanden hat, wofür das alles ist. Steuerstand, ja, ganz viele. Ist das Ende, ne? Da vorne. Weiß ich nicht. Ist, meine, ja, jetzt der Ausgang. Gerade noch Dings, da müssen wir auch nicht. Guck mal, er passt hier wirklich hin, ne? Blä! Psycho! Wodka! Wodka! Gorbatschow! Wollt ihr mitkommen? Ne, wir bleiben hier, oder? Hier ist so kuschelig. So, ich gehe an dieser Stelle nochmal zurück und mache TikTok und Hochkant-Videos. Und dann melde ich mich von der letzten Sektion nochmal wieder. Also, bis gleich. So, meine Freunde, also wir haben Alessandro und mir ja gerade gesagt, wir brauchen so 20 Minuten. Wir sind jetzt locker für eine Stunde unterwegs gewesen. Aber es war auf jeden Fall wichtig, euch nochmal dieses beeindruckende Exemplar vorzustellen und zu zeigen. Beim letzten Mal bin ich ja nicht reingegangen. Also Mama hätte es wahrscheinlich geschafft. Aber in Summe wäre es auf jeden Fall beschwerlich geworden. Und schaut mal hier nochmal einmal. Schön das Boot von außen und das bei bestem Wetter. Unglaublich, Leute. Und ja, es ist gerade nicht windig, aber draußen Windstärke 4 plus Wellengang von gestern. Hört auf die Einheimischen. So, und für uns geht es jetzt weiter ins Sperrgebiet. Und ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal bis zu diesem
Spot, dass ihr viel Spaß gehabt habt. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Also, bleibt dran.